Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, verehrte Zuschauer. Es gibt einige Berufe, die in der Öffentlichkeit leider keinen so guten Ruf haben. So Investmentbanker, Gebrauchtwagenhändler, zuweilen Politiker. Immobilienmakler gehören allerdings auch dazu. Da muss man sich fragen, warum ist das denn so? Es ist so, weil der geneigte Bürger nicht so ganz verstehen kann, dass zukünftige Mieter Kosten haben, die von einem Makler, die eigentlich von dem Vermieter bezahlt werden. Es ist gerade schon erwähnt worden, das Bestellerprinzip, das gilt eigentlich überall, das sagt die Lebenserfahrung. Und nur da scheint das irgendwie nicht gültig zu sein. Und Situationen, wie man sie so in Script Realities im Privatfernsehen sieht, so Mieten kaufen, Wohnen bei Vox, dass da der interessierte Mieter zu einem Makler geht und bekommt dann einzelne Wohnungen vorgestellt, das ist ja Quatsch. Das gibt es ja so gut wie überhaupt nicht. Wie sieht es denn in der echten Welt eigentlich aus? Da ist es so, man guckt sich ein Inserat an beim Immobilien-Scout oder in der Zeitung, sieht eine interessierte Wohnung, per Mail oder per Telefon nimmt man dann Kontakt auf. Und gerade in großen Städten ist es dann so, dass man mit busladungsartigen Massen von Leuten durch diese Wohnung geschleust wird. Der Makler hat überhaupt keine Ahnung. Wenn man Glück hat, bekommt man vielleicht noch einen Grundriss oder vielleicht noch ein oder zwei Fragen beantwortet. Auf der anderen Seite darf man sich fast nackig machen in der sogenannten freiwilligen Selbstauskunft, wo dann so Fragen gestellt werden, ob man vielleicht irgendwann mal geplant hat, Kinder zu bekommen, ob man Goldhamster hat oder vor, tanzen zu lernen. Und für diese vermeintliche Leistung des Maklers soll man dann als Mieter auch noch 2 Monatsmieten Provision bezahlen, bitte plus Mehrwertsteuer, versteht sich. Das heißt, ich bestelle also als Mieter nicht nur die kleinste Leistung, ich bestelle nur als Mieter nicht nur keine Leistungen vom Makler, ich bekomme auch keine, bezahlen darf ich sie aber trotzdem. Diesem Umstand wird die Bundesratsinitiative gerecht. Sie ist allerdings nur ein Schritt in die richtige Richtung und nicht die Lösung eines Problems. Ich sehe schon, dass der Versuch gestartet werden könnte, zumindest in Teilen, das Ganze hinterher auf die zukünftigen Mieten aufzuschlagen, die Kosten. Da muss man einfach sehen, dass man sehr sensibel mit dem Mietspiegel umgeht und den dann auch weiter beobachtet. In einigen Großstädten braucht man allerdings schon heute keinen Makler, weil ausreichend Wohnungen zur Verfügung stehen. Was allerdings nicht zur Verfügung steht, ist bezahlbarer Wohnraum. In Düsseldorf, Sie haben es angesprochen, haben sich die Wohnungsmieten drastisch erhöht und aus dem Rathaus gibt es die lapidare Auskunft, na, dann sollen die Leute halt außerhalb wohnen. Der Bau sozialvertraglicher Wohnungen muss also deutlich mehr gefördert werden, als es bisher der Fall ist. Besonders deutlich wird das zurzeit beim studentischen Wohnraum, da greift man lieber auf Kasernen zurück, als vernünftige Studentenwohnungen zu schaffen. Wir hätten uns allerdings gewünscht, dass Sie Ziffer 2 Ihres Antrags nicht mit reinpacken, dass nicht das Bestellerprinzip und die Berufsausbildung in einem Antrag und jetzt direkt abgestimmt wird. Ich finde, bezüglich Berufsfreiheit und Gewerbefreiheit, da hätte es sicherlich noch Diskussionsbedarf, gerade bei uns auch in den Ausschüssen gegeben, sodass wir es leider so machen müssen. Wir haben ja auch getrennte Abstimmung gefordert. Wir sind für Ziffer 1 ganz ausdrücklich. Wir werden uns gegen Ziffer 2 stimmen und müssen uns deshalb bezüglich des gesamten Antrags enthalten. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin, für die Landesregierung.